Zuallererst sei gesagt, dass dies keinen Versuch darstellen soll, die Person des Karl Marx umfassend zu porträtieren. Es werden lediglich einige Ansichten des Mannes herausgestellt werden. Der Titel wird einige zu dem Gedanken verleiten, Marx könne weder geldgierig noch ein Rassist gewesen sein, da er einerseits antikapitalistisch war und andererseits jüdische Vorfahren hatte. Wie wir jedoch sehen werden, kann der Mann sehr wohl mit diesen Begriffen in Verbindung gebracht werden. Wir werden uns im Folgenden einige seiner eigenen Aussagen ansehen. Es sollte kein Geheimnis sein, dass Marx sich die größte Zeit seines Lebens auf das Geld seines Kameraden Friedrich Engels verlassen musste. Lenin schreibt hierüber, Zitat: Ohne die ständige aufopfernde finanzielle Unterstützung Engels wäre Marx nicht nur außerstande gewesen, das Kapital zu beenden, er wäre auch unvermeidlich in Not und Elend zugrunde gegangen. Zitat Ende. Seite 37 von Band 21 der Werke Lenins. Nicht, dass diese Feststellung ungemein wichtig wäre, es ist nur für das Folgende interessant zu wissen, dass Marx zu Lebzeiten auf Kosten anderer lebte. Marx selbst bringt die Situation in einem Brief an Engels wohl recht eindrucksvoll auf den Punkt. Zitat: Es ist mir höchst ekelhaft, dich wieder von meiner Misere zu unterhalten, aber que faire? Meine Frau sagt mir jeden Tag, sie wünschte, sie läge mit den Kindern im Grab. Zitat Ende. Marx an Engels am 18. Juni 1862. Wenn man den Briefwechsel zwischen Marx und Engels durchgeht, wird man feststellen, dass es nur wenige Briefe gibt, in denen an keiner Stelle von Marx finanzieller Situation gesprochen wird, beziehungsweise davon, wie er an Geld gelangen kann. Wir werden hier nur zwei konkrete Fälle nennen, die jedoch so aussagekräftig sind, dass sie zur Verdeutlichung genügen werden. Im Februar 1852 steckte Marx offensichtlich mal wieder in Geldnot. Doch er scheint eine Möglichkeit gesehen zu haben, ein wenig Geld aufzutreiben. So schreibt er am 27. dieses Monats an Engels, Zitat: Seit einer Woche habe ich den angenehmen Punkt erreicht, wo ich aus Mangel an den im Pfandhaus untergebrachten Rücken nicht mehr ausgehe und aus Mangel an Kredit kein Fleisch mehr essen kann. Das alles ist eine Scheiße, aber ich fürchte, dass der Dreck einmal mit Skandal endet. Die einzig gute Nachricht haben wir von meiner ministeriellen Schwägerin erhalten. Die Nachricht von der Krankheit des unverwüstlichen Onkels meiner Frau. Stirbt der Hund jetzt, so bin ich aus der Patsche heraus. Zitat Ende. Engels antwortet hierauf, offenbar kaum überrascht über diese Kälte seines Freundes, am 2. März des gleichen Jahres, Zitat: Lieber Marx, die 5 Pfund, die ich gestern zur Hälfte an dich direkt, zur Hälfte unter Kuvert an Lupus schickte, wirst du erhalten haben. Zu der Nachricht von der Krankheit des alten Braunschweiger Erbschaftsverhinderers gratuliere ich und hoffe, dass die Katastrophe endlich eintreten wird. Zitat Ende. Es wird vermutlich unnötig sein zu erklären, dass hier der Tod eines Familienmitglieds herbeigewünscht wird, damit man sich seine Erbschaft abholen kann. Dass der Hund noch am Leben war, machte ihn anscheinend zu einem Erbschaftsverhinderer. Doch sein Dahinscheiden ließ bedauerlicherweise noch 3 Jahre auf sich warten. Aber dann war die Freude umso größer und Marx verkündet Engels umgehend die frohe Botschaft. Zitat: A very happy event. Der Tod des 90-jährigen Onkels meiner Frau wurde uns gestern mitgeteilt. Dadurch spart meine Schwiegermutter eine jährliche Abgabe von 200 Talern und meine Frau wird dann 100 Pfund bekommen. Mehr, wenn der alte Hund den Teil seines Geldes, der nicht Fideikommiss war, nicht seiner Haushälterin vermacht. Zitat Ende. Marx an Engels am 8. März 1855. Über 8 Jahre später berichtet Marx über den Tod eines weiteren Familienmitglieds. Zitat: Dear Frederick, vor 2 Stunden kam Telegramm, dass meine Mutter tot ist. Das Schicksal verlangte einen vom Hause. Ich selbst stand schon mit einem Fuß unter der Erde. Unter den gegebenen Verhältnissen bin ich jedenfalls noch nötiger als die Alte. Ich muss der Erbschaftsregelung wegen nach Trier. War sehr zweifelhaft, was Ellen sagen würde, da ich seit 3 Tagen erst täglich eine halbe Stunde Genesungswalk mache. Ellen jedoch, 2 enorme Medizinflaschen mitgebend, hält es sogar für gut, dass ich gehe. Die Wunde ist noch nicht ausgeeitert, aber ich werde auf der ganzen Reise genug Samariterinnen finden, um das Pflaster aufzulegen. Ich muss dich nun bitten, mir umgehend so viel Geld zu schicken, dass ich die Reise nach Trier sofort antreten kann. Salü, dein Karl Marx. Zitat Ende. Marx an Engels, 2. Dezember 1863. Gerade einmal 2 Stunden also, nachdem er von ihm erfährt, hat Karl Marx nichts anderes über den Tod seiner Mutter zu sagen, als dass er die relativ weite Reise von London nach Trier auf sich nehmen muss, um sich seine Erbschaft abzuholen.
Es kann auch keineswegs argumentiert werden, Marx habe allgemein nicht über seine Gefühle geschrieben. Einerseits sind dies Briefe an seinen besten Freund, andererseits wusste er, als beispielsweise eins seiner Kinder starb, sehr wohl über Trauergefühle zu berichten. Siehe zum Beispiel die Briefe von Marx an Engels vom 6. April, 12. April und dem 16. Mai 1855. Wenden wir uns als nächstes Marx' Ansichten in Bezug auf Rassen zu. Wie bereits genannt, war Marx jüdischer Abstammung. Allerdings konvertierte sein Vater, als Karl Marx noch ein Kind war, zum Protestantismus. Wie dem auch sei, Marx' eigene Einstellung zu seiner Abstammung lässt sich nur schwer beurteilen, da er, nach meinem Wissen, wenn überhaupt, sich nur spärlich hierzu geäußert hat. Bei anderen scheint er seine jüdische Herkunft jedoch keineswegs für etwas Positives gehalten zu haben. Diese Schlussfolgerung stützt sich durchaus nicht alleine auf seinen Aufsatz zur Judenfrage, obwohl dieser bereits genügend Anhaltspunkte liefert. Dort heißt es unter anderem, Zitat: Welches war an und für sich die Grundlage der jüdischen Religion? Das praktische Bedürfnis, der Egoismus. Zitat Ende. Und kurz darauf noch einmal. Zitat: Der Monotheismus des Juden ist daher in der Wirklichkeit der Polytheismus der vielen Bedürfnisse. Ein Polytheismus, der auch den Abtritt zu einem Gegenstand des göttlichen Gesetzes macht. Das praktische Bedürfnis, der Egoismus, ist das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft und tritt rein als solches hervor, sobald die bürgerliche Gesellschaft dem politischen Staat vollständig aus sich herausgeboren. Der Gott des praktischen Bedürfnisses und des Eigennutzes ist das Geld. Zitat Ende. Und Zitat: Was in der jüdischen Religion abstrakt liegt, die Verachtung der Theorie, der Kunst, der Geschichte, des Menschen als Selbstzweck, das ist der wirkliche bewusste Standpunkt, die Tugend des Geldmenschen. Die chimärische Nationalität des Juden ist die Nationalität des Kaufmanns, überhaupt des Geldmenschen. Zitat Ende. Und dann schließt er den Aufsatz unmissverständlich ab. Zitat: Wir erkennen also im Judentum ein allgemeines gegenwärtiges antisoziales Element, welches durch die geschichtliche Entwicklung, an welcher die Juden in dieser schlechten Beziehung eifrig mitgearbeitet, auf seine jetzige Höhe getrieben wurde, auf eine Höhe, auf welche es sich notwendig auflösen muss. Die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum. Zitat Ende. Engels schreibt im März 1856 an Marx über Ferdinand Lassalle, Zitat: Lassalle. Es wäre schade um den Kerl seines großen Talents wegen, aber die Sachen sind doch zu arg. Er war immer ein Mensch, mit dem man höllisch aufpassen musste. Als echter Jud von der slawischen Grenze war er immer auf dem Sprunge, unter Parteiverwänden jeden für seine Privatzwecke zu exploitieren. Zitat Ende. Auch Kamerad Engels verband Juden also mit Geldgier. Auf die Sicht der beiden, auf die hier erwähnten Slawen, werden wir gleich noch kurz eingehen. Marx selbst hat 6 Jahre später die folgenden freundlichen Worte über besagten Lassalle übrig. Zitat: Der jüdische Nigger Lassalle, der glücklicherweise Ende dieser Woche abreist, hat glücklich wieder 5000 Taler in einer falschen Spekulation verloren. Der Kerl würde eher das Geld in den Dreck werfen, als es einem Freunde pumpen, selbst wenn ihm Zinsen und Kapital garantiert würden. Zitat Ende. Marx an Engels am 30. Juli 1862. Und später im gleichen Brief, Zitat: Es ist mir jetzt völlig klar, dass er, wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist, von den Negern abstammt, die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlossen, wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite sich mit einem Nigger kreuzten. Nun, diese Verbindung von Judentum und Germanentum mit den negerhaften Grundsubstanz müssen ein sonderbares Produkt hervorbringen. Die Zudringlichkeit des Burschen ist auch niggerhaft. Eine der großen Entdeckungen unseres Nigger, die er aber mir, dem vertrautesten Freunde, noch mitteilt, ist, dass die Pelasger von den Semiten abstammen. Zitat Ende. Der vorletzte Absatz bietet auch die Erklärung dafür, wie Marx dazu kommt, den offensichtlich weißen Lassalle einen Nigger zu nennen. Man beachte auch, dass in den letzten beiden Absätzen das Wort Nigger durchgehend kleingeschrieben wird. Ob dies mit Absicht geschah, um die Geringschätzung von Marx auszudrücken, bleibt fraglich. Auffällig ist es jedenfalls allemal. In dem Brief bringt Marx auch bereits seine teilweise abstrusen Rassenvorstellungen zum Ausdruck. Marx war begeisterter Anhänger eines Mannes namens Trémaud, der einige Theorien bezüglich der menschlichen Entwicklung aufgestellt hatte.
was Marx unter anderem in seinem Brief an Engels vom 7. August 1866 zeigt, welchen wir gleich noch zitieren werden. Engels scheint ganz anderer Meinung zu sein, doch sein Kommentar ist in jedem Fall äußerst bemerkenswert. Zitat: Über Morlaix und Trémaux schreibe ich dieser Tage ausführlicher. Letzteren habe ich noch nicht ganz durchgelesen, bin aber zu der Überzeugung gekommen, dass an seiner Theorie schon deswegen nichts ist, weil er weder Geologie versteht, noch der ordinärsten literarisch-historischen Kritik fähig ist. Die Geschichten von dem Nigger Santa Maria und von der Verwandlung der Weißen in Neger sind zum Kranklachen. Namentlich, dass die Traditionen der Senegal-Nigger unbedingt Glauben verdienen, gerade weil die Kerle nicht schreiben können. Außerdem ist hübsch, die Unterschiede zwischen einem Basken, einem Franzosen, einem Breton und einem Elsasser auf die Bodenformation zu schieben, die natürlich auch daran schuld ist, dass die Leute vier verschiedene Sprachen sprechen. Wie sich der Mann das erklärt, dass wir Rheinländer auf unserem devonischen Übergangsgebirge, das seit lange vor der Kohlenformation nicht wieder unter dem Meere war, nicht längst Idioten und Nigger geworden sind, wird er vielleicht im zweiten Band nachweisen. Oder be aber behaupten, wir seien wirkliche Nigger. Zitat Ende. Engels an Marx am 2. Oktober 1866. Eindeutiger hätte Engels sich wohl nicht ausdrücken können. Gehen wir an dieser Stelle noch darauf ein, was Marx vorhin in einem seiner Briefe angedeutet hatte. Er schrieb dort, die Kopfbildung und sein Haarwuchs würden beweisen, dass LaSalle von Schwarzen abstamme, die sich laut ihm beim Exodus den Juden unter Moses angeschlossen haben sollen. Zu dieser eigenartigen Theorie hatte er schon einige Jahre zuvor geschrieben, ebenfalls mit Bezug zu LaSalle. Zitat: Apropos LaSalle Lazarus. Lepsius hat in seinem großen Werk über Ägypten nachgewiesen, dass der Auszug der Juden aus Ägypten nichts anderes ist als die Geschichte, die Manetho erzählt, von der Vertreibung des Volkes der Aussätzigen aus Ägypten, an deren Spitze sich ein ägyptischer Priester namens Moses stellte. Lazarus, der Aussätzige, ist also der Urtyp des Juden und Lazarus LaSalle. Nur ist unserem Lazarus der Aussatz ins Gehirn geschlagen. Zitat Ende. Marx an Engels am 10. Mai 1861. Kehren wir nun aber zu Trémaux zurück. Engels hatte zur Theorie dieses Mannes unter anderem geschrieben, Zitat: Die Geschichten von dem Nigger Santa Maria und von der Verwandlung der Weißen in Neger sind zum Kranklachen. Zitat Ende. Engels deutet hier richtig an, dass Trémaux' Theorie beinhaltet, dass Schwarze nichts weiter als eine rückentwickelte Form der Weißen seien. Obwohl auch Engels ganz offensichtlich ein starker Verachter schwarzer Menschen war, hielt er diese Theorie für Unsinn, ganz im Gegensatz zu Marx. Denn dieser schrieb im August 1866 über Trémaux, Zitat: In der geschichtlichen und politischen Anwendung viel bedeutender und reichhaltiger als Darwin. Für gewisse Fragen, wie Nationalität etc., hier allein Naturbasis gefunden. Zum Beispiel korrigiert er den Polen Duschinski, dessen Sachen über die geologischen Differenzen zwischen Russland und den Westslawen er übrigens bestätigt, dahin, dass nicht, wie dieser glaubt, die Russen keine Slawen, vielmehr Tataren usw., so sondern dass auf der in Russland vorherrschenden Bodenformation sich der Slav tatarisiert und mongolisiert, wie er war lange in Afrika, nachweist, dass der gemeine Negertyp nur Degeneszenz eines viel höheren ist. Zitat Ende. Theorien in Bezug auf Rassen waren für Marx offenbar sehr wichtig. Slaven mongolisierten sich laut ihm, und Schwarze sind für ihn niedere Wesen, denn sie seien die degenerierte Form eines höheren Wesens, des weißen Menschs, wie Engels dann klarstellte. Als er nämlich schrieb, die Geschichten von der Verwandlung der Weißen in Neger sind zum Kranklachen. Doch obwohl diese Verachtung bereits schockierend ist, hat er für Slaven noch ganz andere Worte übrig. In der Neuen Rheinischen Zeitung schreibt er im Januar 1849 im Artikel Die revolutionäre Bewegung, Zitat: Die Niederlage der Arbeiterklasse in Frankreich, der Sieg der französischen Bourgeoisie, war gleichzeitig der Sieg des Ostens über den Westen, die Niederlage der Zivilisation unter der Barbarei. In der Walachei begann die Unterdrückung der Romanen durch die Russen und ihre Werkzeuge die Türken. In Wien erwürgten Kroaten, Panduren, Tschechen, Serechaner und ähnliches Lumpengesindel die germanische Freiheit, und in diesem Augenblicke ist der Zar allgegenwärtig in Europa. Zitat Ende. Noch im gleichen Monat behauptet Engels in seinem Artikel,
Der magyarische Kampf, die Tschechen hätten die Demokratie und die Revolution, Zitat, an die österreichische Gesamtmonarchie verkauft. Um den Gedanken dann so abzuschließen, Zitat, und für diesen feigen, niederträchtigen Verrat an der Revolution werden wir einst blutige Rache nehmen an den Slawen. Zitat Ende. Neben der angeblichen Mongolisierung der Slawen hassten Marx und Engels sie scheinbar, weil sie in ihren Augen Feinde der Revolution waren. Zuvor schrieb Engels im gleichen Artikel, Siebenbürgen und das mittlere Ungarn bis an die deutsche Grenze seien, Zitat, ganz von Slawen gereinigt worden. Zitat Ende. Dann bringt er den Punkt der Feinde der Revolution noch einmal eindrucksvoll zur Sprache. Zitat: Die Reste einer von dem Gang der Geschichte, wie Hegel sagt, unbarmherzig zertretenen Nation, diese Völkerabfälle, werden jedes Mal und bleiben bis zu ihrer gänzlichen Vertilgung oder Entnationalisierung die fanatischen Träger der Konterrevolution, wie ihre ganze Existenz überhaupt schon ein Protest gegen eine große geschichtliche Revolution ist. Zitat Ende. So fährt er fort. Zitat: So in Österreich die panslawistischen Südslawen, die weiter nichts sind als der Völkerabfall einer höchst verworrenen tausendjährigen Entwicklung. Dass dieser ebenfalls höchst verworrene Völkerabfall sein Heil nur in der Umkehr der ganzen europäischen Bewegung sieht, die für ihn nicht von Westen nach Osten, sondern von Osten nach Westen gehen sollte, dass die befreiende Waffe, das Band der Einheit für ihn die russische Knute ist. Das ist das Natürlichste von der Welt. Die Südslawen hatten also ihren reaktionären Charakter schon vor 1848 deutlich ausgesprochen. Das Jahr 1848 hat ihn offen an den Tag gelegt. Zitat Ende. Im Kontrast dazu stünden in Österreich, Polen und Italien die Deutschen und die Magyaren. Zitat, sie vertreten die Revolution. Zitat Ende. Und, Zitat, die Südslawen, seit 1000 Jahren von Deutschen und Magyaren ins Schlepptau genommen, haben sich 1848 nur darum zur Herstellung ihrer nationalen Selbstständigkeit erhoben, um dadurch zugleich die deutsch-magyarische Revolution zu unterdrücken. Sie vertreten die Konterrevolution. Zitat Ende. Im Gegensatz dazu schreibt er zu den Vertretern der Revolution, Zitat, unter allen Nationen und Nationchen Österreichs sind nur drei, die die Träger des Fortschritts waren, die aktiv in die Geschichte eingegriffen haben, die noch jetzt lebensfähig sind. Die Deutschen, die Polen, die Magyaren. Daher sind sie jetzt revolutionär. Zitat Ende. Was die Gegenseite angeht, eröffnete er dem Leser das von ihm vorausgesagte Schicksal. Zitat: Alle anderen großen und kleinen Stämme und Völker haben zunächst die Mission, im revolutionären Weltsturm unterzugehen. Daher sind sie jetzt konterrevolutionär. Zitat Ende. Es folgt zum Abschluss dann eine Reihe von Aussagen, die selbst nach allem bereits gelesen noch erschütternd sein dürfte. Zitat: Die Sache der Magyaren steht lange nicht so schlecht, als der bezahlte schwarz-gelbe Enthusiasmus Glauben machen möchte. Sie sind noch nicht besiegt, fallen sie aber, so fallen sie rühmlich als die letzten der Helden der Revolution von 1848 und nur auf kurze Zeit. Dann wird einen Augenblick die slawische Konterrevolution mit ihrer ganzen Barbarei die österreichische Monarchie überfluten und die Camarilla wird sehen, was sie an ihren Bundesgenossen hat. Aber bei dem ersten siegreichen Aufstand des französischen Proletariats, den Louis Napoleon mit aller Gewalt heraufzubeschwören bemüht ist, werden die österreichischen Deutschen und Magyaren frei werden und an den slawischen Barbaren blutige Rache nehmen. Der allgemeine Krieg, der dann ausbricht, wird diesen slawischen Sonderbund zersprengen und alle diese kleinen, stierköpfigen Nationen bis auf ihren Namen vernichten. Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt. Zitat Ende. Mit Weltkrieg ist nebenbei kein globaler Krieg gemeint, sondern eher einer mit weitreichenden Auswirkungen. Wie Marx in die revolutionäre Bewegung schreibt, Zitat, jeder europäische Krieg aber, worin England verwickelt wird, ist ein Weltkrieg. Zitat Ende. Anschließend schreibt er, England werde, Zitat, seine Schuld gegen die Revolution des 18. Jahrhunderts einlösen. Zitat Ende. Später, im Februar des gleichen Jahres, wird von Engels der Hass auf andere Völker aufgrund von Feindschaft mit der Revolution in seinem Artikel Der demokratische Panslawismus zum Ausbruch gebracht
und die Konsequenz benannt. Zunächst heißt es, Zitat, man verlangt von uns und den übrigen revolutionären Nationen Europas, wir sollen den Herden der Konterrevolution dicht an unserer Tür eine ungehinderte Existenz, freies Verschwörungs- und Waffenrecht gegen die Revolution garantieren. Wir sollen mitten im Herzen von Deutschland ein konterrevolutionäres tschechisches Reich konstituieren, die Macht der deutschen, polnischen und magyarischen Revolutionen durch dazwischen geschobene russische Vorposten an der Elbe, den Karpaten und der Donau brechen. Doch, Zitat, wir denken nicht daran. Auf die sentimentalen Brüderschaftsphrasen, die uns hier im Namen der konterrevolutionärsten Nationen Europas dargeboten werden, antworten wir, dass der Russenhass die erste revolutionäre Leidenschaft bei den Deutschen war und noch ist. Dass seit der Revolution der Tschechen und Kroaten Hass hinzugekommen ist und dass wir, in Gemeinschaft mit Polen und Magyaren, nur durch den entschiedensten Terrorismus gegen diese slawischen Völker die Revolution sicherstellen können. Wir wissen jetzt, wo die Feinde der Revolution konzentriert sind. In Russland und den österreichischen Slawenländern. Und keine Phrasen, keine Anweisungen auf eine unbestimmte demokratische Zukunft dieser Länder werden uns abhalten, unsere Feinde als Feinde zu behandeln. Zitat Ende. Und schließlich kündigt er dann die letzte Bestrafung des Slawen für ihr unrevolutionäres Verhalten an. Zitat: Dann Kampf, unerbittlichen Kampf auf Leben und Tod mit dem revolutionsverräterischen Slawentum. Vernichtungskampf und rücksichtslosen Terrorismus. Nicht im Interesse Deutschlands, sondern im Interesse der Revolution. Zitat Ende. Das Prinzip der Revolution wird unter anderem von Marx in seinem Artikel Erzwungene Emigration für den New York Daily Tribune vom 22. März 1853 kurz ausgeführt. Zitat: In der Gesellschaft vollzieht sich eine lautlose Revolution, vor der es kein Entrinnen gibt und die sich um die menschlichen Existenzen, die sie zerbricht, ebenso wenig kümmert wie ein Erdbeben um die Häuser, die es zerstört. Unterliegen müssen jene Klassen und Rassen, die zu schwach sind, die neuen Lebensbedingungen zu meistern. Kann es aber etwas Kindischeres und Kurzsichtigeres geben, als die Ansichten jener Ökonomen, die allen Ernstes glauben, dieser jammervolle Übergangszustand bedeutet nichts weiter als die Anpassung der Gesellschaft an den Aneignungstrieb der Kapitalisten, sowohl der Grundherren wie der Geldherren? Zitat Ende. Nein, für Karl Marx bedeutete dieser jammervolle Übergangszustand natürlich die Entstehung der neuen Gesellschaft aus den Trümmern der alten. Die Ansichten von sowohl Karl Marx als auch Friedrich Engels in Bezug auf Juden, Schwarze, Slawen und allen voran den Feinden der Revolution wären damit herausgestellt. Obwohl im Grunde gerade einmal an der Oberfläche gekratzt wurde, sollten die Schlussfolgerungen definitiv auf der Hand liegen. Ohne gewagte Spekulationen über die Gedankenwelt von Karl Marx oder auf Friedrich Engels anstellen zu wollen, können wir jedenfalls festhalten, dass sie von einer tiefen Verachtung beinahe jeder Form menschlichen Lebens angetrieben wurden. Ihr Ziel war die vollständige Zerstörung ihrer gegenwärtigen Gesellschaft, und wer diesem Ziel widersprach, musste vernichtet werden. Aus dieser Tatsache wurde genau genommen auch gar kein Geheimnis gemacht. Selbst im Manifest der Kommunistischen Partei heißt es zum Schluss, Zitat, die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Zitat Ende. Und Engels lässt uns in seinem Artikel Sieg der Konterrevolution in Wien wissen, Zitat, dass es nur ein Mittel gibt, die mörderischen Todeswehen der alten Gesellschaft, die blutigen Geburtswehen der neuen Gesellschaft abzukürzen, zu vereinfachen, zu konzentrieren. Nur ein Mittel, den revolutionären Terrorismus. Zitat Ende. Wenn man bedenkt, dass diese Feinde der Menschheit bis heute weithin als Volkshelden verehrt werden und ihnen mit Gedenkmünzen, Statuen, Briefmarken, nach ihnen benannten Straßen etc. gehuldigt wird, dreht sich einem wahrlich der Magen um. Besonders tragisch ist auch die Tatsache, dass sie gerade von den Gesellschaftsgruppen, die sie so abgrundtief verachteten, oft für deren Befreier und Vorbilder gehalten wurden und noch immer werden.